Bin ich nicht tot. Ah, leider. Ja, die haben die Fracht, aber wir können noch. Wenn der Christopher jetzt Play of the Game macht. Christopher, tust du Play of the Game? Nee, noch nicht. Okay. Hast du also noch keinen Bock, sozusagen? Die noch aufladen, deine Ultimate Play of the Game. Habe ich nur noch eine Silbermedaille. Also nur 8 Kills. Hast du aufgeholt, Christian? Christopher, meine. Ja. Dringend Heilung. Noch ist die Mission nicht vorbei. Ja. Das ist halt, wenn man keine Heilung kriegt, gell? Dann halt das Leben lang. Haha. Ich hab dich im Visier. Achilles. Killermaschine. Die heilende Ruhe. Oben links immer ein bisschen beachten, ne? Ja, die werden bestimmt gleich alle zusammenkommen. Wir haben noch ein bisschen, schätzt doch. Ah, fick dich doch. Flieg doch! Ja, genau. Was ist los mit dem scheiß Antrieb? Mal ganz im Ernst. Noch ist die Mission nicht vorbei. Alles gut, wir halten die gut auf, Jetzt müssen wir nochmal kurz pushen. Ich hab nicht eine einzige Medaille, das ist total lächerlich. Ich hab Ulti ready, ich hab 2 Gold, 2 Silber und eine Bronze. Na klar. Ich carry this game, ist kein Problem. Müssen an die Fracht, aber zusammen, nicht alleine. Ist ja klar, dass der mich erwischt. Immer auf den kleinen Dicken. Genji von hinten. Noch 60 Sekunden. Das war's. Ich schleppe heute nichts mehr in Frage. Der Basti ist so hard carried, nehme ich mal. Die Widow. So. Ich glaube, die meiste Zeit vom Spiel verbringe ich daran, vom Spawn nach vorne zu laufen. Bei mir ist es auch so, weil es... Mach doch keine Sorgen, es wird immer besser. Die Stunde hat geschlagen. Mörs ist an der Fracht. So! Vahelis hat's gemacht, ich hab's genau gesehen. Highlight des Spiels.
Natürlich, immer Genji. Wie viele Kills hast du? Ich? Keine Ahnung, wo sehe ich das? Hab. Wo? Eliminierungen 11. 11, schau, wird schon besser. Immerhin. Du, Christopher? Sag nix. Ich hab 10. 15 oder so, wenn überhaupt. Ja, passt doch, ich hab 16. Oh, Bombe. Fand mich aber gar nicht gut. Bin traurig. Christopher, du musst auch mal anerkennen, was du leistest. Eben nichts. War nicht doch, gut. Doch, sehr viel, sehr viel. Ich bin stolz auf dich. Begründet aber. Ich bin enttäuscht von mir selber. Hallo. Baby. Endlich ist du wieder. Soll ich schon rausgehen? Willst du mitspielen von uns? Was? Spiel mal Sniper. Wir haben gerade 2 Spiele hintereinander gewonnen. Ja, lass mich einen auch jetzt. Man muss aber echt sagen, Teammates machen es wirklich aus. Ja, Teammates machen es aus. Wir haben die ersten 3 Spiele, haben wir so schlechte Teammates gehabt, wir sind nicht mal aus dem Spawn rausgekommen. Das ist ekelhaft. Ja, da war ein Reinhard, der hat sein Schild. Moment. Ich geh kurz pinkeln. Da war ein Reinhard, der hat geguckt, dass er sein Schild so gut wie nie oben hat. Ja. Ja. Der war super. Der war echt cool. Der hat Reinhard glücklich gemacht. Der hat Reinhard nicht verstanden. Der hat mich richtig glücklich gemacht. Hab ich das richtig verstanden? Haben Sie das Spiel verstanden? Nein. Mach ich das richtig? Wenn man chillt, volles Leben hat, das ganze Spiel über, gewinnen wir doch, oder? Ja, aber so war's. Der hatte sein Schild einfach nie oben. Frag Basti. Basti hat ihm hinter dem gestanden, den geheilt. Der hat das nie oben gehabt. Der immer. Und irgendwie so einen Feuerschlag, dann irgendwie geschlagen, sich töten lassen. War echt ziemlich witzig. Hä? War ziemlich. Ja, aber du hast dein Schild oben, der hat es nicht mehr gewusst. Ich weiß nicht, ob die bei dem die erste Maustaste entging oder was. Das ist meine Vermutung übrigens. Also, ich glaube, das ist das. Problemlich. Los, es geht los. Übungsmatch. Gantlermann. Basti. Nee, leider ist der auch da, aber. So. Was? Halt die Fresse. Habe ich dich jetzt gerade noch erwischt, wo du hochgejumpt bist? Hä? Wer ist denn da am Beatboxen? Beatbox. Ah, ich hab das Gefühl, du weißt nicht, was Beatbox ist, kann das sein? Oh, ich bin tot. Übung zu fechten. Natürlich. Kommt der Heino von der Seite. Was denn? Der macht das ganze Zeit, dass er in die Ecke steht und dann so rausschießt, so hässlich hurensohnmäßig. Ja, Hurensohn weiß ich jetzt nicht, damit habe ich wenig Erfahrung, aber. Du hast schon gedacht, 3 Generationen davon schon. Was? Nein. Das steht da nicht, das war zu hart. Der ist gestorben, wa? Und dieses Stück Scheiße. Der hat verlassen. Mann, Basti, Mann. Soll ich euch einen Tipp geben, wenn ihr McGree spielt? Gegen... Ja? Gegen eine Tracer. Schmeißt die Stun-Granate. Oh. Schmeißt die Stun-Granate und gibt dir einfach einen Headshot. Nicht blöd drum aimen, einfach auf den Kopf zielen, einmal abdrücken, dann ist die tot. Okay, alles klar. Wenn das so leicht wäre, mein Freund. Das ist total easy. Hörst du auf den Kampfrausch von oben? Tatsi. Kampfrausch von oben. War das gerade Katzi oder Schatzi? Katzi.
Ich hab's immer noch nicht verstanden. Basti, nimm dein Heile. Was ist mit dem Sack? Vielleicht juckt er. Wenn der nicht mindestens so gut halten würde, ich schwöre, dann flame ich ihn so zu. Was los, Digga? Was los, Digga? Was? Nee, ein Tank lang. Nee. Mekru, ich spiele gern Mekru. Ich. Nimm Hanzo, Marc. Nein. Hanzo Hinterseher. Hanzo Hinterseher. Wenn der nicht so gut heilt wie ich, dann reißt du auch. Jetzt du Hanzo. Aber ich bin so begeistert von Anna, ich glaube, ich kaufe mir einen Skin von der. Was für ein Skin? Stimmt's oder habe ich recht? Den. Der ist total hässlich. Einen guten. Wer ist der? Der rennt ein Jung gerade vorne. Dann darfst du den hier nicht um Hilfe fragen. Guck dir mal die Skin-Auswahl von dem an. Ja, am rechten Ausgang. Also, Machilis, kannst du bitte einen anderen Soldier-Skin nehmen? Der macht mich so fertig. Ja, was denn für einer? Ich hab doch keinen anderen außer den und den normalen. Kauf dir einen. Ich hab doch gar Geld. Alter, was? Du aller Penner. Ja, der hat eine Bombe gelegt. Ja, schön für ihn. Genau vor der Tür, der Wichser. Jo. Hä, was? Ich hörst ja, der Tank erfüllt einfach nicht seine Aufgabe. Wenn man hinten als DD stirbt, dann stimmt da was nicht, ja, also. Also Heilung ist ja auch unterirdisch. Der Typ versteckt sich mal voll hinten drin. Was ist das? Alter, wie die wieder abgehen. Na klar. Wo kam das jetzt her? Lol, wie hat der mich getroffen? Ich hab sie abgelenkt. Voll die Verarschung, ey. Die sind voll drauf reingefallen. Ich wollte sterben, aber... Die haben sich alle auf mich konzentriert und so konntet ihr pushen. Irgendwo hat sie was über uns. Alle herkommen und heilen. Naja, und Hanzo ist jetzt nicht nett unbedingt. Mann, ey, was stimmt denn mit unserer scheiß Heilerin nicht? Nimm mal den Scheiß an. Mal ganz ehrlich, ich steh da und lässt mich einfach sterben. Alter. Der Metro nervt mich, Assi. Weil ich fliege in der Luft in die Geschütze und mich trotzdem. Also, die Heilerin von den Gegnern ist auf jeden Fall sehr gut. Leider. Die wechselt da auch ganz schön schnell von Kampf zu heilen und so weiter. Ja, ja. Nein, jetzt hast du den weggeschubst, Chrissy. Mann. Ich hab jetzt Ulti ready. Ich schrubb die jetzt alle weg. Ja, ganz ehrlich, Anna. Mach jetzt lieber mich dabei, ja? Das ist echt lächerlich. Ich komm zu gar nichts. Ich krieg einen Schuss ab und dann heilt die mich einfach nicht. Dann muss ich mich schon wieder ein bisschen zurückziehen. Mann. Was, Reinhard? Bitteschön. Sehr gut gemacht. Zack, und die Anna hat mich runtergeschossen. Die Anna kann gar nichts. So schlecht. Guck mal, wo die ist. Wo die sich versteckt. Das ist doch nicht mehr normal. Also. Das ist traurig. Liegt voll am zwei Heals, das ist halt echt krass. Die Fracht muss in Bewegung bleiben. Ich hab dich im Visier. Anna, ich werde sehr dankbar für einmal Heilung, bitte. Alle auf Position. Auch Heiler. Alle herkommen. Schon mir die Heilung beim Achilles. Das ist so furchtbar. Der Hanzo, sobald ich normal laufe, krieg ich einen Headshot. Alter, die Heilerin von denen ist übel. Das ist echt gut. Ach, es ist traurig. Es ist einfach nur traurig. Ich würde gerne meine Ulti nutzen, aber ich nutze meine Ulti nicht. Ich nutze sie so lange nicht, bis ich einmal Heilung bekomme, ganz ehrlich. Noch bin ich nicht tot. Bei mir muss ich krieg keinen richtigen Spot, wo ich meine Ulti nutzen kann. Ich werde runtergeschossen von denen, automatisch.
Alter, was? Jo, alles da wieder gerettet. Ja. Ich hab keine Chance, komm da nicht ran. Oh, Heilung, was denn da passiert? Na. Eine Heilung gekriegt. Bitte, Hunter. Mann, ey! Ich schwör's dir. Guckt euch mal den Nano-Boost an. Wen hat die geboostet? Die Tracer, wenn keine Gegner da sind. Also, es ist echt lächerlich. Jetzt haben die Ulti. Den geboosteten Reinhard. Ich lieg am Boden. Ja, okay. Ja. Krieg den Handdruck hoch. Achtung, Anna von hinten, Anna von hinten. Geht an die Fracht, geht an die Fracht. Kann ich schlecht, wenn ich tot bin. Bin an der Fracht. Ich nicht, bin tot. Pusht irgendwie. Hä? Ja. Verlass die Lobby bitte. Ja. Highlight des Spiels. Am besten nehmen wir den Typ auf die Gegner. Richtig schlecht, alter Typ. Ich esse gerade ein Käsebrot. Das interessiert mich nicht. Das war. Warum? Das war richtig assi. Liebe Community, ich esse gerade ein Käsebrot. Mit Käse, der heißt Müritzer. Ein Brot und Butter. War es Butter oder Margarine? Butter. Liebe Community, eine andere Frage. Warum war unsere Anna unterdurchschnittlich, andere überdurchschnittlich? Ich weiß es nicht. War traurig. Liebe Community. Oh wow, dieselbe Lobby. Liebe Community. Echt? Ja. Sicher? Der Gegner Shanto hieß Ivo Kuno, was weiß ich. Ja? Ey, was verlassen, ey, scusi, scusi, Bis jetzt. Übungsgefecht. Heute sind wir alle Soldaten. Auf jeden Fall habe ich jetzt mein Käsebrot vollendet zu essen. Ich bin echt enttäuscht, dass da keine Wurst drauf war, ganz ehrlich. So, ich würde gerne wissen, wie die Krankheit heißt, wenn man keinen Döner mag. Das würde mich interessieren, wie die Krankheit heißt. Scheiß Döner. Liebe Community, wie heißt du gerne Döner? Was? Isst du gerne Döner? Ja. Aber eigentlich mehr Dürüm. Kenn ich nicht. Nee, Dürüm ist doch die. Das ist dies in diesem. Falafel. Ja, genau. Falafel. Nee, Flammenbrot ist ja Döner. Falafel, genau. Falafel. Aber ich verstehe es halt kritisch. Man kein Döner essen kann, das ist echt. Willkommen in Tasten, du machst übers Gefecht auf der Karte, dann kommt eine ganz andere. Jawohl. Wann? Warum? Was soll das? So, Pech gehabt, Arschgesicht. Kommt bestimmt gleich, let me play Anna, please. Wie kann man sich denn eigentlich andere Skins kaufen? Ja, kann man. Nee, wie? Lootboxen. Nein, du gehst auf Heldengalerie und gehst auf den Helden, den du haben willst, dann gehst du auf Skins. Ja. Aber und, was du sollst. Aber du brauchst, haben, aber du brauchst ja diese Punkte, oder? Genau. Punkte kriegst dann du über doppelte. Okay, ich nehme Kev-Fahrer, dafür nehme ich dann Genji oder so. Nein, kein Genji. Nimm McCrew. Über doppelte was? Über doppelte Skins kriegst du die Währung oder über
Kriegst auch teilweise aus Lootboxen, kriegst du die Währung raus. Wenn mir jetzt sagt, auch kein McCree, nehme ich wieder Fahrer.